Hey und Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Background Skies. Beim letzten Mal habe ich gesagt, ich kümmere mich darum, dass wir genügend Invar bekommen. Und natürlich habe ich mich drum gekümmert. Nervig. Es hat gedauert. Man sieht, nicht hier. Hier, wie viel neues Zeug ich habe. Ich habe übrigens eine Zeit lang ein bisschen Sand gesiftet und habe eine Handvoll Sachen bekommen. Na gut. Ach ja, einen Vacuum Hopper habe ich noch vorbereitet. Okay, das war das Einzige, weil ich das noch zusätzlich brauche. Ach ja, zwei Sets von denen. Dann brauche ich eine Kiste. Dann brauche ich Sticks. Ich glaube, das reicht gerade so aus. Gerade so aus. Huhu. Was habe ich noch vergessen? Ah, ja, genau. Ich wusste doch, dass irgendwas noch nicht stimmt. Das. Ich hatte schon gedacht, ich hätte aus irgendeinem Grund zu viel hergestellt, dann hätte ich eine Schere gebastelt. So, Invar Spikes. Jetzt brauchen wir noch einen Platz dafür zum Platzieren. Und ich sollte vielleicht nicht nachschlafen, sonst taucht noch ein einziger Gegner an der Stelle auf und tötet mich und so weiter. Um 4 Uhr morgens aufzunehmen. Ja. Kurz vor 4. Nee. Dann ist immer ein bisschen schwierig, sagen wir es mal so. Aber ich mache es trotzdem. 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Habe ich überhaupt genügend Blöcke jetzt dabei? Jedenfalls gefällt mir dieser Cobblestone hier. Yep. Und dann kommt einmal eine Kiste in die Mitte. Darauf kommt ein Vakuumhopper. XP Output, nein, aber hier einmal nach unten wird der Output sein. Kann ich die direkt hier dran klatschen? Autsch, das ist nicht sinnvoll. So, danke. Ich brauche also die Sache unten drunter. So, genau ein Stack. Ich muss überlegen, wie ich da am besten an diese Kiste dran komme. Ich würde mal vorschlagen, dass wir das am besten auf so eine Art und Weise machen. So ungefähr. Dann kann ich nämlich hier unten dran greifen. Das klingt so komisch. Und dann komme ich nämlich, kann ich hier schauen. Cobblestone, sehr gut. Perfekt. Und dann kommen da die Spikes drauf. Sechs, sieben, acht, neun. Und wenn da ein Gegner drauf fällt, dann nimmt er wahnwitzig viel Schaden. Das Problem ist, dass die Spikes einen auch als Spieler gut umbringen können. Wenn ich mich nicht falsch erinnere. Das muss ich irgendwann mal ausprobieren. Das Schöne ist, dass man sich nämlich dadurch relativ viel von dem Fallschaden sparen kann. Das heißt, ich könnte hier das Ding schon draufsetzen und es würde hinhauen. Ich werde später mich weiter hochbauen. Aber es geht jetzt hauptsächlich mal darum, dass wir das Ding haben. Sehr schön. Und damit können wir dann später richtig gute Mobfarm bauen. Ich habe wieder beide eingeschaltet und einen Liter Lava umgefüllt. 1000 Liter Lava. Ja, ein Millibucket entspricht einem Liter, wenn man das mal genauer nimmt. Und ein Liter was? Nur mal, dass man das so grob abschätzen kann. Ja, es ist ein 1 Meter mal 1 Meter mal 1 Meter Bereich Wasser. Das ist ein Kubischmeter. Das sind 1000 Liter. Das ist schon viel. 1000 Liter Lava in einem Eimer. Ja. Ordentlich was. Oder ich glaube zumindest, dass es so ist. Es kann mal sein, dass ich mich wieder total vertue mit der berechneten Kram da.
Ich glaube, das müsste so ungefähr hinkommen. Das war doch so. Ein Kubikmeter Wasser entspricht 1000 Liter. Ja, ansonsten bin ich auch nicht mehr sonderlich auf der Höhe im Moment. Stimmt, ich könnte mal das, was ich beim letzten Mal vergessen habe. Wir haben ja schließlich in Hell's Kitchen noch ein Quest Reward. Das hier hätten wir mal machen können. Ein guter Reward Bag. Mit Stained Glass. Ich bin begeistert. Durch und durch begeistert. Weil ich so viel Inventarplatz frei habe. Es wird wahrscheinlich ein bisschen dafür sorgen, dass ein paar Sachen despawnen, aber hilft auch nichts. So. Eine Kiste voll Glas. Oh, wie zerbrechlich das wohl ist. White, Orange, Magenta, Black, Light Gray. Stimmt, ich wollte Herzen basteln. So. Die hier machen zwei Leben und die machen noch ein weiteres. Damit haben wir drei Stück. Sechs Leben wieder. Perfekt. Weitere sind nicht fertig, oder? Nö. 123 Quests in total. Bragging Rights. Vanilla Lava. Ja, da gibt es so viel Krampf. Ich freue mich schon drauf, auf die Sachen machen zu können. Fuel Storage wird noch ein bisschen dauern, bis wir da hinkommen. For the Hoarding wird eines der nächsten Ziele sein, denke ich. Diesen Trees brauche ich nicht. Steel Powered Flight wird ziemlich bald auch noch dran kommen, weil das richtig viel bringt. Dann bin ich mir noch nicht ganz sicher. Ja, als erstes werden wir hier das fertig machen und dann werden wir ziemlich schnell in For the Hoarding einsteigen. Dafür werde ich jedenfalls noch ein bisschen Zeug brauchen. Habe ich irgendwo hier in der Nähe Wasser, dass ich nach unten fallen kann, ohne alles zu verlieren, was ich habe? Nö, habe ich nicht. Wollen wir ein Leben aufgeben? Eigentlich nicht wirklich. Ach ja, bevor ich diese Mobfalle überhaupt ausbauen kann, muss ich dran denken, dass ich Dings mache. Wasser herstellen. Stimmt, ich wollte Sand siften. Warum? Weil ich Ancient Spores brauche. Droppst mal nix. Natürlich droppt da was. Und zwar Broken Silver. Okay. Ancient Spores sind ein Rare Drop. Uses. Squeezer, Carpenter, Fabricator, Smeltery, Sieve. Ancient Spores kommen gar nicht vom Sand. Doch, 1% Chancen. Das ist natürlich dann großartig. Warte mal, ich brauche es halt. Damit ich das nächste machen kann, nämlich einen Mob farmen muss, weil es schon effektiv ist, nämlich mit Dings betrieben werden. Mit diesem dunklen Wasser. Ich bin mir gar nicht ganz sicher, wie das Teil heißt. Und ja, das wird sich dann anbieten, das zu machen, weil die halt dann Nether-Kreaturen spawnen können. Das heißt, man bekommt unlimitiert Kohle. Hehe. Crushed Aluminum. Lead. Sakuro Fruit. Limestone. Ach ja, stimmt. Was ist die einfachste Variante, Limestone herzustellen? Ja, yeah, das Rezept existiert immer noch. Man kann es als glitchy bezeichnen. Andererseits ist Limestone eine Sache, die man später in 100 Millionenfach Ausführung haben wird. Kann die für irgendwas hernehmen? Ich glaube, man konnte die für irgendwas hernehmen. Ja, so kann man das jedenfalls schnell vermehren. Oh, wir haben tatsächlich eine Überproduktion inzwischen. Das heißt, wir können hier tatsächlich demnächst Zeug rausnehmen. Super gut. Wir haben nämlich etwas wenig Lava im Moment immer noch. Haben wir eigentlich inzwischen mal irgendeinen Fisch bekommen? Nö. Ich hätte gedacht, dass die Fischnetze etwas effektiver waren. Oder ich hätte die ein bisschen effektiver in Erinnerung zumindest. Ich würde zu gern wissen, wie gut das funktioniert mit diesen Dingern. Theoretisch sollte das spinnensicher sein.
eigentlich nicht drauf fallen und schauen, wie viel Schaden die Dinger machen. Moment, extra Utilities. Giant Nasty Pointy Spikes that will deal. Das ist cool. Rare Items. Das heißt, es sollte, ob die dann auch Köpfe droppen, wäre natürlich interessant. Und wenn wir nämlich Hunting the Wither ziemlich früh machen. They were hunting the Wither. Ich glaube, der Originalsong ist eher in der Hand von der Dragon. Nein, ich will mal nicht zu weit rummachen mit so Krampf. Gut. So, wie sieht's aus? Mehr Sand, mehr nutzloser Sand. Ich brauche doch nur ein kleines bisschen Ancient Spores. Lampsword hat übrigens sieht nicht schlecht aus als in mit dem Dings mit hier ist das Ding. Okay, ein halber Stack platzieren. Dieser eine Mod, wie hieß er doch? Ach ja, Carpenter's Blocks. Genau. Carpenter's Blocks, da, die sind auch super. Mit Limestone sehen die gut aus. Es so viele verschiedene Sachen gibt und voll mit Chisel kombiniert. Stimmt, ist Chisel eigentlich hier drauf? Ist die Frage. Schauen wir doch mal schnell. Chisel. Titanium Steel, das sind allerdings nicht die richtigen. Stimmt. Creative Tool Modifier. Target Lock Chisel. Ne, der richtige Chisel ist nicht da. Eisen, 4 Eisen jetzt? Ach ja, stimmt, die bekommt mehr von dem Ding. Sollte die töten, aber ich habe keine Lust drauf. Gibt's Ender Tots? Ich bin gar nicht sicher. Exotic Seeds, die haben eine 2% Chance. Das heißt, die sind doppelt so wahrscheinlich wie Ancient Spores. Inzwischen habe ich ja 2 von denen bekommen. Ich hoffe, dass ich mal die anderen auch. Das gleiche übrigens mit Diamanten. Nö. Mit Diamanten und Emerald. Ich habe 2 Diamanten bis jetzt bekommen, aber noch keinen einzigen Emerald. Und das nervt. Irgendwann werde ich dann hoffentlich auch mal die Sachen kriegen. Nochmal Cactus Seeds. Noch mehr Zeug. Limestone, 4 Stück schon wieder. Und sieht diese nicht sonderlich selten. Deshalb ist das Rezept, die zu vermehren, relativ harmlos. Vor allem, da man mit Sand sieven. Das war Sand, oder von dem man das bekommt oder nicht. Yep, Illorium Dust. 2% Dropchance. Man braucht eine gute Menge von dem Zeug später. Big Reactors sollte man relativ früh reingehen, wenn es geht. Soweit man es möglich, also sobald man 2 volle Sifs mit Dings hat. 2 Sifs mit Sandproduktion reichen aus für einen guten großen Big Reactor. Einzige Sache ist, dass es wahnsinnig viele sonstige Ressourcen kostet. Aber wenn man 2 vollautomatisierte von den Sand-Sifs hat, dann hat man wahrscheinlich auch ein paar von den anderen. Und dann haut es auch hin. Ja. Ich glaube, Yellorium, ich habe auch, stimmt, Yellorium habe ich auch noch kein einziges bisschen bekommen. Aber gib mir bitte endlich Ancient Spores. Saguaro Fruit. Wieder nix. Das gibt's doch nicht. Es kann doch nicht so schwer sein, so ein bisschen von dem Zeug zu bekommen. Hoffe ich. Crushed Nickel, Crushed Zeug. Bitte. Heute noch. Wir sind schon wieder 14 Minuten drin. Ich denke. Ja, ich werde jedenfalls mal ein bisschen mehr Sand noch farmen. Und dann werden wir uns in Kürze wiedersehen. Ich will nicht zu viel Zeit damit aufhalten mit dem Sandsiven. Und dann werden wir uns darum kümmern, dass wir diesen Mob-Spawner bauen. Hochziehen, mit den Dings ausstatten und runterschmeißen, sobald ich wieder zurück bin.
Wahrscheinlich, wenn ich ausgeschlafen bin. Hihi. Das ist auch noch so eine Sache. Haben wir inzwischen hier Lava genug drin? Sehr schön. Da auch? Nö. Ich kapiere es nicht. Exotic Seeds. Das wird auch spaßig. Damit kann man unglaublich gute Tree Farmen bauen. Vor allem, wenn man zwei Stück hat, Jungle Tree Farm. Haben hohes Risiko, Mobs zu spawnen, das muss ich zugeben. Aber dafür unglaublich gute Holzrückgabe. Und nicht nur Holz, sondern auch das andere Zeug. Ich weiß gar nicht, wie viel braucht man eigentlich für so nochmal Farmanzeug an Materialien. Keine Ahnung. Na gut, das war's dann für den Teil. Wir sehen uns dann, sobald ich zurück bin. Stimmt, ich darf schon wieder Lebensmittel farmen. Das wird auch lustig. Ne, also ja, bis gleich. Grumm, ich habe einen Timer weiterlaufen lassen. Wie auch immer, ich habe Ancient Spores bekommen, habe Invashears hergestellt, habe ein wenig Leaves geerntet, die, ja, und dann hier reingetan. Und jetzt haben wir ein bisschen Witchwater. Schön, oder? Genau das, was wir haben wollten. Ich kann hier schon mal auffüllen. Ich denke, fast sehe ich sogar. Ah, ja, stimmt. Ich erinnere mich, ich habe das Glasding weggetan. Oh. Noch mal eins von denen, Blackberries. Gut zu verwenden, weil wir auch werden ein bisschen was brauchen. Ich habe hier noch Berries gehabt, okay. Ich wusste, dass ich es irgendwo hingelegt habe, wo ich es ja wieder vergessen würde. Was wollte ich machen? Ich habe gesagt, ich brauche Glass Bottles. Ja. Wo habe ich die hingetan? Spielt keine Rolle mehr. Ich kann neue herstellen. Da ist es doch. Hier sind die ganzen Items, die ich vorhin gesucht habe. Gut zu wissen. Gut zu wissen. Sehr gut zu wissen sogar. Dann kann ich nämlich hier immer auffüllen mit Wasser. Dann brauche ich nicht ganz so lang mit rumtun. Aber genau, ich habe hier die Gießkanne dabei. Das heißt, ich könnte das mal machen und ein wenig das mal spreaden, wenn mir das nämlich auf die Nerven geht, dass es so lahm ist. Sehr schön. Ich sollte überlegen, was ich alles mitnehmen muss. Das brauche ich nicht, das brauche ich nicht. Das brauche ich, das brauche ich, das brauche ich nicht. Das brauche ich schon, obwohl die kann ich beide mitnehmen. Das brauche ich nicht, das brauche ich nicht und das brauche ich auch nicht. Okay, das heißt einmal so viel Cobblestone wie möglich mitnehmen. Okay. Einmal locken. Gut, damit haben wir eine gute Menge an Cobblestone dabei. Das sollte ausreichen für alle unsere Bedingungen. Wir müssen ja nicht zu hoch gehen. Ich will aber ein gutes Stück hoch gehen zumindest. So. Wie weit sind wir? Eins, zwei, drei. Ach, wo? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nur, dass wir hochgehen, das ist das Einzigste, wie hoch wir sein müssen. Oh, ja, ich Idiot. Das hat auch funktioniert. Besser, als ich erwartet hatte. So, jetzt einmal. Das ist wieder mal dieses Tollpatsch-Krampf. Ja, ich habe es nicht dabei. Das heißt, ich muss die Spitzhacke mitnehmen. Ohne Spitzhacke geht nämlich nichts. Ja, ich glaube, ich hätte es einfach es da lassen sollen, bis ich damit fertig bin und fertig. So, geht doch. Zwei pro Layer. Ich weiß, es ist kein spannender Mob-Farm oder keine spannende Mob-Farm, sagen wir es so. Es wird interessant werden, die Sachen zu platzieren, sagen wir es mal so. Wir werden ziemlich früh Gegner spawns haben werden, schätze ich. Es sollte doch automatisch nachgefüllt werden, oder nicht?
Jedenfalls hoffe ich, dass ich nicht ein einziges Mal nach unten muss. Ich habe extra Fackeln hergestellt. Übrigens, das sind Stone-Fackeln. Tinker's Construct-Fackeln aus Stein halt. Also aus Stone Rods, dass ich einfach Cobblestone hergenommen habe statt Sticks, weil ich nicht noch mehr Holz farmen wollte. Diesmal hat es funktioniert. Keine Ahnung. Ich sollte nur da nicht runterfallen, das ist wichtig. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt tatsächlich gerade 14 sind oder so. Ich hätte mich gut verzählt. 16 sind es. Oder ich habe 16 Leitern platziert, sagen wir es mal so. Ganz zum Schluss waren es 48. 3 und 4. Und jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und schon einfach nur noch rausziehen. Ich sollte 2 Eimer mitnehmen. Das muss ich zugeben. Boah, ist das irritierend, weil es dunkel ist. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ein zweiter noch, damit ich eine Wand habe. Ich überlege, wie ich das am besten mache. Ich Vollidiot. Egal, passt schon. Sieht ein bisschen, wird ein bisschen seltsam aussehen, aber egal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hierher. Sehr gut. Ja, man wird diesen Streifen sehen. Aber okay. Wenn ich später Zeit habe mit Flugkraft, dann kann ich es austauschen. Wenn nicht, dann ist es auch egal. Und yep. So, und hier rüber. Ich bin wirklich noch nicht ganz sicher, wie ich das machen will. Die Wände gleich hochziehen will, ob ich... Keine Ahnung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Schauen wir einfach, wie es kommt. Zu viel Vorausplanung ist immer ziemlich blöd. Ist mir mit dem Essen so gegangen, mal wieder. Hey, irgendwer kommt. Gut, gibt's Pizza zum Essen. Gut, oder gibt mir Pizza essen. Krank. Gut, was gibt's jetzt? Trotzdem Pizza. Klingt jetzt nicht so überrannt. So. Aber naja, gut. Davor gab's gemütlich Nudeln mit selbstgemachter Tomatensauce. Relativ einfach eigentlich. Du nimmst gemütlich deine Nudeln. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und nimmst einfach ein bisschen Knoblauch dazu. Schneidest also ein bisschen Knoblauch und Zwiebeln, Zwiebelwürfeln. Kurz die Zwiebeln leicht andünsten oder an Dings in der Pfanne mit ein bisschen Öl. Nach einem kurzen Augenblick Knoblauch dazu. Der braucht einen Tick weniger lang. Und dann Tomatenstücke aus der Dose am besten, weil diese haben schön viel rote Soße dabei, wie man es so sagt. Und dann, ja, die Nudeln dazu, bisschen Salz, Pfeffer. Und schon schmeckt das super gut. Und wenn man will, kann man natürlich noch gut, bevor man die Tomaten reintut, Sojakaktus nehmen. Dann hat man Spaghetti Carbonara. Nein, nicht Carbonara. Bolognese, Vegetarier oder Vegan. Ja, je nachdem. Ah, so viele gute Sachen, die man essen kann. Ich sollte nicht zu viel über Essen reden, sonst bekommen noch Leute Hunger. Und vor allem bekomme ich sonst Hunger und ich habe nichts mehr da. Und die ersten Geschäfte öffnen um 7. Und das ist 4:30. Ja. Okay, wir haben schön viele Mobs auf meiner Insel. Eine Insel mit viel Gegnern.
Es ist ein Traum jedes Kämpfer, keine Ahnung. Kämpfers? Kann schon sein. Ich muss nur schauen, habe ich überhaupt genug Kabis? Ja. Das sollte hoffentlich ausreichen. Es könnte aber knapp werden, ehrlich gesagt. Nö. Das sollte passen. So viel habe ich ja nicht verbraucht, ehrlich gesagt. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. So, jetzt sind wieder alles schön sortiert. Perfekt. Na, ja, das könnte knapp werden. Mal schauen. Es wird jedenfalls ein Spaß mit diesen ganzen Gegnern. Den Gegnern, die durch das Dingswasser spawnen, das Witchwater. Man muss übrigens vorsichtig sein, weil Witchwater kann auch Ghasts spawnen lassen. Das ist mir nämlich schon öfters passiert. Ich habe nämlich irgendwo so einen Block Witchwater implantiert gehabt. Naja, mit die meiste Zeit ist nichts passiert, weil die Wither-Skelette und Zeugs ist runtergefallen, das machen ja nichts. Aber ein Ghast auftaucht, macht dann schon einen Unterschied. Oh ja, Slash, Game, Rule, Mob, Griefing. Machen wir mal das so. Ich hasse das, wenn das aktiv ist. Ich deaktiviere das liebend gern. Der andere Grand Sky Server, auf dem ich war, da war das auch so. Das war auch recht lustig. Der hat das auch disabled gehabt. Das ist auch so unnötig. Mob Griefing. Eins, zwei. Und da kommt dann das Ding, das Dach drauf. Zwei, weil man nämlich keine Enderman haben will. Ansonsten haben wir die ganze Zeit Enderman Party rundum. Und das ist auch lustig. Nachdem wir noch keinen Reward Bag bekommen haben mit Mob Spawner Inhalt, das hatte ich beim anderen genutzt. Ich hatte nie einen Fallturm gebaut bei meiner anderen Map. Ich bin relativ gut mit dem anderen zurechtgekommen, aber später habe ich mich ziemlich geärgert, dass ich keine Falle hatte, die richtig viele Gegner bringt. Ich hatte ich hatte einfach nur so eine Farm, wie ich sie hier habe. Also wie da ist. Hatte ich am Anfang. Das hat relativ gut funktioniert. Ich habe dann einfach einen Altar drunter gebaut von Blood Magic. Und damit habe ich Sacrificial Knife. Und damit wurden die super einfach getötet und haben zwischendurch auch noch genügend Zeugs produziert, um ein paar der einfachen Runen herzustellen. Das wäre immer lustig. Oh, wie oft ich die Sachen die ganze Zeit neu gebaut habe, bis ich irgendwann mal ein Jetpack hatte. Jetpack ist der Zeitpunkt, wo die Anzahl der Tode normalerweise deutlich runtergeht. Mobfalle ist im Normalfall, oder ja, das erste Mal, wenn man eine Mobfalle baut, das ist meistens der Zeitpunkt, wo richtig viele Tode zusammenkommen. Und ja. Stimmt, Fackeln. F7, 1, 2, 3, 4. Reicht das aus? Ja, wenn ich in der Mitte noch welche hin tue. Ja, mal schauen. 3, 4. Ja. Hier hin, dahin. Dahin. Moment, das sollte eigentlich ausreichen, wenn ich nur in die Mitte die Dinger gebe. Nicht ganz dahin. Ja. Hier hin. Nö. Und hierhin. Und dahin. Yep. Und noch eine Fackel. Gut, zwei Stück. Fertig. So. Okay, wo muss ich hoch? Keine Ahnung. Irgendwo. Beliebig. Und dann kann ich nämlich hier oben das machen. Ich will nämlich hier oben keine Mobs haben. Das ist die andere Sache. Obwohl, ich kann das eigentlich wahrscheinlich besser von hier unten machen.
Und dann einfach oben drüber das Ding machen. Ich bin froh, dass es jetzt gerade Tag ist. Und schon wieder geht mir das Essen aus. Aber das wird schon. Das wird alles zu seiner Zeit. Wie viel haben wir noch an Blöcken? Fünf, haben wir, sechs Stück haben wir aufgebraucht. Wir haben noch mehr, das heißt, es sollte ausreichen. Gut. Es wird relativ knapp ausreichen, aber es reicht aus. Sind das Augen? So ein ägyptisches Augenzeichen, so ein bisschen sieht das aus. Das hier ist das Auge mit so einem kleinen Dings dran. Sieht fast so aus. So, hier rüber und zurück. Das weg. Vom Ende, dass das die Mobs springen. Da, wenn der Falle Spinnen fertig sein sollte. Ja, die Spinnen sollten kein Ding sein, weil die Gegner ja alle auf den Spikes landen. So. Das wird ein Spaß. Ich muss mir überlegen, wie ich das am besten mit der Mitte machen will. Und schauen wir, dass wir Fackeln draufknallen aufs Dach. Und sobald das ist, dann können wir die Sachen unten, können wir die Dings anbauen, anfangen, das Witchwater zu platzieren. Oh, wenn ich dran denke, dass ich hier 9-mal hoch muss. 12-mal. 34 ist keine Zeit zum Denken, ehrlich gesagt. 20 Level habe ich? Das ist ordentlich was. Wäre froh, so viel hätte ich in Vanilla ab und zu. Ah, oh, Vanilla Minecraft. Ich bin immer, naja, ich bin immer nicht so ein großer Fan von Mining in Minecraft. Das ist auch der Grund, warum ich Skyblock so gern mag, weil man kaum mint. Mal vom ganzen Anfang abgesehen, aber danach ist man eigentlich nur noch am Bauen und Sachen machen, die cool sind und spaßig sind. Und dann braucht man nicht die ganze Zeit meinen, wenn man dann dauert, das ist immer ewig lang. So. Und platzieren wir doch mal schön zufällig die Fackeln. Dass wir schön keine Lightspots mehr haben oder Darkspots, wie auch immer. Darkspots, nicht Lightspots. So. Dann einmal schließen. Perfekt. Okay. Oh, ich muss aber stattdessen hier welche hin tun. Dann werde ich die mal hochbewegen, einfach nur. Ja, sonst kann ich meine Sachen nicht platzieren. Und ich will keine dauerhaften, also keine Spawn-Spots haben. Bis ich nicht so weit bin. Okay, das wird die letzte Seite sein. Das heißt, ich werde mal, wow, nicht reintreten. Das Zeug ist super unangenehm, wenn man reintritt. Ah ja, ich sehe, wo das Licht Probleme macht. Wow, das ist nicht die richtige Seite. Verdammt, verdammt, verdammt. Puh, ich vergesse mal, oder ich bin froh, dass die Sachen so schön viel Schaden machen. 4 Attack-Schaden, das ist trotzdem in Ordnung. Okay, das war jetzt knapp. So, das raus, das rein und wieder nach oben. Nun bin ich mal gespannt, wie viele Gegner spawnen. Theoretisch sollten es nicht zu viele sein, während ich die Fackel noch nicht habe. Ja, ich glaube, dass die keine Dings in der Mitte füllen werden. Ja, das heißt, ich muss tatsächlich so oft durch. Hoch und runter. Will ich auch irgendwann mal zumachen. Alles zu seiner Zeit. So, und dann bin ich mal gespannt, was wir alles an Drops bekommen werden. Hier haben wir zum Glück nicht das Dings. 18 Minuten, okay. Ich werde das mal schnell off-camera machen. Ansonsten dauert es wirklich zu lang. Und dann bin ich sofort wieder weg, da. Okay, ich bin wieder da. So, letzter Schritt.
nämlich die also das nochmal hochbringen. Ich habe inzwischen, habe ich jetzt das eben noch gezeigt? Ne, ich glaube, ich habe nur einmal kurz ein bisschen Dingsbones verwendet, um nochmal ein bisschen Lebensmittel zu bekommen. So, jetzt kommen wir zum Oh! Oh! Das ist interessant, okay. Ich hätte. Yikes. Das war doof. Gut, ich wusste nicht, dass die Leitern wegmachen. Das wird spaßig. Da muss ich nämlich. Mir was einfallen lassen, wie ich dann am besten hier wieder runterkomme. Aber dazu nachher. Erstmal müssen die ganzen Fackeln weg. Spielt keine Rolle, dass ich an die nicht drankomme. Sollte nur die Dinger, ja, weil die sowieso runtergespült werden. Hehe. Klar. Eins, zwei, drei. Gut, wie mache ich das, dass ich da am besten lebend rauskomme? Naja, ich muss das mit Blöcken machen. Das dürfte hinhauen. Okay. So, weg mit dem Zeug. So, okay. Und zumachen. Jetzt nur wieder runtergehen. Pack ist schon wieder. Ladder Dropping. Das ist doch dieser Skill, den man hierfür braucht. Wenn man es so nennen will. So. Oh, der hat sogar den Setzling abgebaut. Gut, dann auf ein schönes Spawning. Und natürlich kann ich meine ganzen Materialien hier rausnehmen. Meine ganzen Materialien gleich so viel. Dann hoffe ich, dass da Gegner spawnen. Bis jetzt sieht es da noch nicht sonderlich vielversprechend aus. Stimmt, ich habe vorhin irgendwann mal den Haste Modifier hier drauf bekommen. Oh, ein Creeper. Stimmt, da fällt mir ein, ich kann hier natürlich jetzt inzwischen ausleuchten. Weg mit dem Junk. Wir haben relativ gut Sachen bekommen. Scheint gut Schaden zu machen. Nur. Hoffe ich, dass die auch runterfallen. Es klingt relativ gut. Nur bis jetzt nur halt Creeper und das ist langweilig. Komm, gib mir Skellington. Gib mir Skellion more. Sehr schön. Ich hoffe, dass sie kein Zeugs bringen, das mich aufhalten würde. So, nachholen von Lebensmitteln. Jedenfalls haben wir jetzt eine Mob-Farm, eine schöne. Zwar keine mega amazing, aber die sollte uns mit allem versorgen, was sie brauchen. Und irgendwann, wenn man natürlich das gesamte Cobblestone Spawning Plattform durch die richtigen austauschen. Bringen die Bögen, das ist die Frage. Weil wenn sie Bögen bringen, habe ich ein Problem. Oh ja, zwischendurch ist eines meiner Felder untilled worden. Und wir haben einen Fisch, stimmt. Wir haben einen männlichen COD. Großartig, oder nicht? Ups.
Ach ja, wisst ihr, wie man aus einem normalen Fisch einen toten Fisch macht? Ja. Yeah. Die braucht man nämlich am Anfang mehr. Was war das eben? Oh, 4 Bones, sehr schön. Da kann ich ja direkt nochmal ein bisschen Lebensmittel farmen. Okay, ein wenig ist gut gesagt. Oh, Kohle. Yeah. Kohle bedeutet, das war ein Wither-Skelett. 2 String. Das gefällt mir gut. Nochmal ein Bone. Oh, ein Zombie-Head. Sehr gut. Das heißt, die bringen noch Heads. Perfekt. Ultra perfekt. So. Dann kann ich nämlich ziemlich bald mein Thorncraft-Dings machen. Ich glaube, man braucht nur so um die 80 Items, dass Sachen perfekt stabil werden. Gunpowder, kann ich das für irgendwas Sinnvolles hier nehmen? Ich glaube, man kann es für einen TNT-Generator nehmen. Stimmt, das wird sich lohnen. Eine Needle Gun. Cooles Werkzeug. Ich glaube, dass ich das vielleicht sogar zu tief gebaut habe. Wow. Hier haben wir direkt Sand und Zeug. Stimmt, Soul Sand kriegt man, wenn man da Sand reintut. Okay, wir haben aber zeitlich gut gegangen über das Dings. Deshalb würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, viel Spaß. Hier, Leute, und bye bye. Okay, einen Quest schiebe ich noch ein. Und zwar der folgende. So, das kann ich mal machen. Einmal ganz kurz saven, damit ich noch ein cooles Item bekomme. Und zwar einen normalen Nether Quartz. So. Okay, und dann kann ich nämlich den Quest noch abgeben. Wooden Sword mit Silk Touch, glaube ich. Yep. Sehr gut. Okay. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wirklich jetzt. Nach der langen Episode. See ya. Bye bye.